WebMatrix ist ein kostenloses Webentwicklungswerkzeug von Microsoft, mit dem Sie Websites erstellen, anpassen und veröffentlichen können. Es kombiniert einen Editor, einen Webserver, eine Datenbank und Programmierframeworks, um eine integrierte Entwicklung zu ermöglichen. Sie haben die Möglichkeit, Websites von Grund auf neu aufzusetzen, existierende Websites zu bearbeiten, vorgefertigte Templates zu nutzen oder über die Web App Gallery viele kostenlose Open Source Frameworks wie WordPress, Joomla, Drupal oder .NET Nuke zu nutzen. Seit Mitte September gibt es eine neue Version, das WebMatrix 2 Beta-Version mit vielen neuen Features. Das NuGet Package Gallery ist jetzt direkt in WebMatrix 2 integriert. Suchen und installieren Sie Codehelper, welche von der Community entwickelt wurden und Sie bei häufigen Aufgaben wie der Integration sozialer Netzwerke unterstützen. Zugriff auf Packages über die Multifunktionsleiste. In WebMatrix 2 ist die Gallery in der Multifunktionsleiste von WebMatrix eingebaut. Und das reduziert die Zeit und die Schritte, die erforderlich sind, um ein Package zu installieren und zu verwenden. Um auf die Gallery zuzugreifen, öffnen Sie ein Webpage in WebMatrix. Oder erstellen Sie eine neue Website mit einer der Vorlagen, außer dem Empty Site Vorlage. Wechseln Sie in dem Files Workspace. In der Multifunktionsleiste sehen Sie jetzt einen NuGet-Abschnitt mit einer Gallery-Schaltfläche. Wenn es nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie in einer Webpages-Site sind. Und schauen Sie nach einer CSHTML-Datei in der Dateiliste. Anzeigen aller Packages. WebMatrix hat eine Liste der Packages zusammengestellt, die wahrscheinlich am hilfreichsten sind. Um diese empfohlene Liste zu sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Gallery und dann schauen Sie unter Featured Packages und da sehen Sie die empfohlene Liste. Das ist auch eine Abkürzung zum Anzeigen von Packages, die Sie schon installiert haben. Es gibt auch viele Packages abgesehen von denen, die in der Liste stehen. Um alle Packages anzuzeigen, starten Sie die NuGet Gallery, klicken Sie auf All Kategorie. Um die für ein bestimmtes Package oder Package-Typ zu suchen, geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein. Um Package-Details zu sehen, klicken Sie auf den Titel unter dem Package-Symbol. Installieren eines Packages. Es gibt ein paar Möglichkeiten, ein NuGet-Package zu installieren. Um ein empfohlenes Package oder Featured-Package zu installieren, klicken Sie auf der untere Hälfte der Schaltfläche Gallery. Dann klicken Sie auf das Symbol für das Package, das Sie installieren möchten. Und auf der Seite, die angezeigt wird, klicken Sie auf Install und folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie ein Package aus der Gallery installieren möchten, klicken Sie auf die obere Hälfte der Schaltfläche Gallery. Dann klicken Sie All in der Kategorieliste. Klicken Sie auf ein Package-Symbol und dann auf Install oder doppelklicken Sie einfach auf das Package-Symbol. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird die folgende Status-Meldung-Bar angezeigt. Über ein Package informieren. Es gibt ein paar Möglichkeiten, um weitere Informationen über ein Package zu bekommen. Klicken Sie auf eine installierte Package unten in der NuGet Gallery. Dadurch wird die Seite Package-Details gestartet. Ob das Package eine More About This Package-Link hat, klicken Sie darauf. Wenn ein Package kein More About-Link hat, suchen Sie nach einer CSHTML-Datei, die das Package in das Verzeichnis app-code ist. Wenn Sie eine CSHTML-Datei finden, geben Sie den Namen der Datei im Editor ein und dann verwenden Sie Codevervollständigung, um das Package zu erkündigen. Sie können auch die CSHTML-Datei öffnen, um den Code für das Package zu sehen. Wenn das Package kein More About-Link hat und hat eine DLL-Datei anstelle der CSHTML-Datei, suchen Sie nach dem Package-Namen online, um mehr darüber zu erfahren. Aktualisieren eines Packages. Package-Autoren aktualisieren gelegentlich ihre Packages. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es in der Gallery angezeigt. Um mehr über ein Update zu erfahren und zu installieren, klicken Sie auf die obere Hälfte der Schaltfläche Gallery. Dann klicken Sie auf Updates in der Kategorieliste. Um die Details zum Update anzuzeigen, klicken Sie auf den Package-Titel. Auf der Detailseite klicken Sie auf die Schaltfläche Update, um mit der Aktualisierung fortzufahren. Deinstallieren eines Packages.
Wenn Sie ein Package nicht mehr benötigen, können Sie es deinstallieren und WebMatrix entfernt alles, die mit dem Package installiert wurde. Klicken Sie auf die obere Hälfte der Schaltfläche Gallery und dann klicken Sie Installed in der Kategorieliste. Zu deinstallieren klicken Sie auf das Package-Symbol und klicken Sie dann auf Uninstall oder doppelklicken Sie einfach auf das Package. Konfigurieren und verwenden von Custom Feeds. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes NuGet Package Feed möchten, können Sie es hinzufügen und verwenden. Um das zu machen, klicken Sie auf die obere Hälfte der Schaltfläche Gallery und dann klicken Sie auf die Dropdown-Liste unter dem Gallery-Titel und klicken Sie auf Add Source. In dem Dialog, das angezeigt wird, geben Sie einen Namen und die URL des Package Feeds ein, die Sie hinzufügen möchten, und dann klicken Sie auf die Schaltfläche Add. Sie können gleichzeitig mehrere Feeds hinzufügen. Hinweis: Quellen können HTTP-URLs sein oder lokale oder freigegebene Verzeichnisse mit .nupkg-Dateien in ihnen. Klicken Sie auf OK, um zu der NuGet Gallery zurückzukehren. Und in der Feed-Liste Dropdown sehen Sie jetzt und auswählen Sie den neuen Feed, den Sie gerade hinzugefügt haben. Für mehr Informationen über WebMatrix oder die WebMatrix 2 Beta-Version herunterzuladen, gehen Sie auf www.microsoft.com/webmatrix.